Wir wollen ja Bernd nicht arbeitslos lassen. Neues Thema. Was? Warte mal, was, du da oben, was hast du gesagt? Sehtest. Okay. Sehtest ist das Setting, aber wir brauchen noch ein Sehtest in der Sauna. Alles klar? Challenge accepted. Also ich glaube, Glastür vor der Sauna. Glastür, das ist auch sehr gut. So fangen wir an. Mal gucken, wie du das in ein Panel kriegst. Ja, also den Satz habe ich schon häufiger gehört von dir. Also Marco sitzt in der Sauna, ja, und das Känguru will reinkommen, läuft aber gegen die Glastür. Das ist Panel 1. Wie wir den Sehtest reinkriegen, weiß ich noch nicht. I love it. Jetzt bin ich gespannt. Es kommt rein, ja? Ein Life-Coach. Ein Life-Coach? Der Nachbar. Der Sauna-Nachbar. Okay, also du ziehst ein bisschen auf, ja? Es ist eine relativ große Sauna. In der Sauna ist ein Life-Coach. Der Nachbar, der lacht. Und ein Pinguin. Und ein homöopathischer Augenarzt. Im Hintergrund sieht man eine Ziege, aber... Aber also, die Ziege ist nicht in der Sauna. Das Känguru... Mach das mal, ich überlege mir deine Sprechblase. Ich sag mal so, wenn wir nicht vorgestern aufgehört hätten, dann hätte ich es jetzt. Ich sage, vielleicht wird es Zeit für einen Sehtest in dem Panel. In dem. Da oben ist doch noch Platz. Und die Ziege hast du vergessen, aber egal, geschenkt. Warte, hier, guck hier. Hier, ich sag das. Das finde ich gut, weil dann können die Leute es auch entdecken und so, ja, die stecken immer dahinter. Es ist so. Also gut, hier so sage ich, vielleicht wird es Zeit für einen Sehtest. Und dann sagt er, ich bin homöopathischer Augenarzt. Kannst du dem was anziehen noch? Ich habe eine Idee. Also der ist einfach angezogen, der Mann. Ja? Jetzt sieht es ein bisschen aus, als ob er so ein Hosentattoo hat. So, jetzt also ein Close-Up von dem homöopathischen Augenarzt. Close-Up klingt gut. Ja, Close-Up. Und er sagt, ich kann Ihnen helfen, ich bin homöopathischer Augenarzt. Welches Panel ist das denn? Ah, das ist die 3 erst, okay. Das ist die 3, ja. Ich habe schon eine 4 im Kopf. Ich habe es gehofft. Ja, ich hab's auch gehofft. Ich schalte mal um auf Bernd. Ich muss gestehen, es ist, glaube ich, eines meiner Lieblingspanels. Echt? Ever. Okay. Plong. Das ist geil, ich habe jetzt hier gedrückt, aber du. Zeit für einen Sehtest, was? Sie haben Glück, dass ich homöopathischer Augenarzt bin und dass wir uns an dieser Bushaltestelle getroffen haben.
Bernd Kissel. Marc-Uwe Kling. Der Victor.